Francis Kiyoyo kämpft um jeden Ball. Der großgewachsene Angreifer befindet sich mitten in der Saisonvorbereitung. Bei einem Club steht der 30-Jährige derzeit allerdings nicht unter Vertrag. Kiyoyo trainiert mit 25 anderen vereinslosen Profis im Sommercamp der VDV, der Vereinigung der Vertragsfußballspieler. Wir Spieler sind wir zufrieden. Wir trainieren auf höchstem professionellem Niveau, von Essen, von Schlafen, Essen, Trainingsbedingungen. Sie sehen, wir sehen auch gut aus, die Trikots und so alles. Und wir geben Gas auf den Platz. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Seit 2003 bietet das VDV-Camp Spielern ohne Verein die Möglichkeit, sich fit zu halten und potenziellen neuen Arbeitgebern zu präsentieren. Nur wenige können sich danach allerdings sportlich verbessern. Viele müssen leider Abstriche machen, gehen dann meist eine Liga zurück. Es gibt aber auch Spieler, die das als Sprungbrett nehmen für höhere Aufgaben. Stefan Wessel zum Beispiel ist im letzten Jahr abgestiegen mit Osnabrück aus der zweiten Bundesliga in die dritte Liga, war dann hier im Camp und hat dann einen neuen Vertrag gekriegt beim FC Basel, hat Europa League gespielt und ist Meister und Pokalsieger in der Schweiz geworden. Kiyoyo, der in der Vergangenheit für den 1. FC Köln, 1860 München und Energie Cottbus aktiv war, sieht seine Situation jedenfalls entspannt. Wenn man 30 ist und über 200 Bundesliga-Spiele schon hast, dann ist es nicht mehr so. Also ich kann mir vorstellen, dass für die jungen Spieler auch etwas spannend, also ein bisschen schwerer ist als für mich, für Darren Barkley und so, weil man denkt, mit 30, mit 200 Bundesliga über müssen wir es mal machen. Und wenn das auch das Ende sein sollte, hat man trotzdem eine gute Karriere gehabt. Und so versteht auch Camptrainer Uwe Fuchs, der wie seine Spieler derzeit nicht bei einem Verein unter Vertrag steht, sich mehr als Fußballlehrer und weniger als Seelentröster. Die psychologische Seite ist im Moment noch nicht so das Problem. Es ist noch relativ früh in der Saison. Die Spieler haben eine sehr hohe Motivationslage. Und insoweit ist momentan der Psychologe noch nicht so viel gefragt.